Meine realistische Morgenroutine beginnt ganz klassisch im Bett, nämlich damit, dass ich mich hin und her wälze und andauernd auf meinen Wecker drücke. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber ich brauche einfach mehrere Wecker, um morgens wach zu werden. Gerade unter der Woche, wenn ich Uni habe, komme ich leider nur sehr, sehr, sehr schwer aus dem Bett. Und natürlich hänge ich erstmal ein bisschen in den sozialen Netzwerken ab, bis ich mir dann meine Brille nehme und mich langsam aus meinem Bett begebe. Und das Erste, was ich mache, ist, mir meine bequemen Hausschuhe anzuziehen und dieses Pulloverkleid hier von Hunkemöller. Das ist so, so super weich und ich habe dann einfach das Gefühl, ich bin wie in einer kleinen Decke eingewickelt und kann mein Bett quasi noch ein Stückchen mit durch die Wohnung nehmen und dann fange ich auch nicht an zu frieren. Danach mache ich mir auch direkt schon einen Kaffee mit Sojamilch, denn ich brauche morgens einfach ganz klassisch Kaffee, um wach zu werden. Und den mache ich mir dann auch ganz in Ruhe und nehme den dann anschließend mit ins Wohnzimmer. Dort setze ich mich dann erstmal auf die Couch und mache mir eine Duftkerze an. Die hat jetzt einen Pumpkin Spice Geruch, weil wir gerade im Herbst sind. Und dort schaue ich dann einfach ein paar YouTube-Videos auf dem Fernseher und esse eine Kleinigkeit. Das ist nicht mein richtiges Frühstück, aber ich gehe meistens vor der Uni, wenn ich es schaffe, noch zum Sport und mache deswegen mein BCAA-Pulver fertig, esse die kleine Banane auf nüchternem Magen und fange auch schon an zu trainieren. Das kann Cardio sein, wie hier, da mache ich mich immer ein bisschen warm und anschließend trainiere ich dann nach meinem Pam Strong Fitnessplan und versuche das Ganze in ungefähr einer Stunde hinzukriegen, damit ich anschließend ganz, ganz, ganz schnell wieder nach Hause rennen kann. Dann geht's auch nur schnell duschen und anschließend nehme ich dann mein Porenserum von Estee Lauder zusammen mit dem Nachtserum und das mische ich so ein bisschen und trage das dann auf meiner Haut auf. Ich liebe das Produkt. Ich durfte es freundlicherweise testen und seitdem bin ich so verliebt, dass ich es jeden Tag verwende. Also ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Und anschließend nehme ich dann einfach noch eine Tagespflege vom BB und frühstücke auch ganz schnell, denn ich habe morgens vor der Uni weder Zeit für Make-up noch für ausgiebige andere Aktivitäten. Auf dem Weg zur Uni hole ich mir dann meistens noch einen Kaffee, warte auf die Bahn oder laufe das Stück zu Fuß, je nachdem, wie sportlich ich dann noch unterwegs sein möchte. Und dann geht es eigentlich auch schon ab in die Uni. Für viele, die fragen, ich studiere an der EMBA in Düsseldorf und ja, dann geht es eigentlich auch schon ab in die Uni. Genug Sport getan und deswegen fahre ich auch mit dem Aufzug und dann geht es eigentlich auch schon ab in die Vorlesung.